Tim und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich habe hier im Hintergrund den Laden, den wir gleich testen. Ich hoffe, Titel konnte alles gut erklären. Wir machen einen Vergleich heute. Wir werden einen Burger einmal mit normalen Gerätschaften zubereiten. Also das ist ein Besitzer, zwei verschiedene Läden. In einem Laden werden wir einen Burger inklusive Pommes mit normalen Gerätschaften, wie man es aus dem Burgerladen kennt, zubereiten. Und den zweiten werden wir machen, hier in dem Laden, den wir gleich sehen, mit Gerätschaften, die insgesamt fast 45.000 Euro kosten. Das sind so Hightech-Geräte, was genau die können und machen, erfahrt ihr im Video. Viel Spaß im Video. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Hier, mit Ahmed, ne? Orkun. Oh, Ahmed Orkun. Ach nee, Ahmed gar nicht. Ach, wieso denn Ahmed? Du hast doch gesagt Ahmed. Ah. Wirklich nicht Ahmed? Will ich nicht. Ach so, Korkut. Orkun. Orkun. Ja. Ja, wir sind im Bremer Viertel hier. Die Mission habt ihr im Titel gesehen. Wir testen einen Laden der Zukunft quasi. Du hast hier Geräte drin, die kosten so viel wie das Auto eines anderen. Und Sinn und Zweck der Sache ist es zum einen natürlich, das ein gutes Produkt zu kriegen, aber du hast hier halt auch ein paar Schwierigkeiten, Abzugshaube, Abluft, alles immer schwer zu genehmigen in bestimmten Bereichen. Und das ist so der Grund. Und wir vergleichen das Ganze, du hast auch nur einen normalen Laden, wo du das Ganze ganz klassisch machst. Und wir schauen so den direkten Vergleich, was geiler ist. Das machen wir auch noch. Cool, ja, freu mich. Da gehen wir mal rein, du erzählst dann gleich nochmal mehr. Also ihr fahrt noch alles, ich will jetzt nur nicht 100 Jahre labern, bevor wir reingehen. Ja, und wir starten hier direkt bei Smashburger 27 in Bremen und legen hier mal los. Zur Geschichte tatsächlich einmal nur kurz zur Abholung. Ja. Genau so ist das auch abgelaufen. Ja. Also im Bremer Viertel, die sagen sowieso in der Nachbarschaft mittlerweile Gastronomie No-Go. Es gibt genug Gastronomen und die haben irgendwie so ein Vorurteil jetzt diesbezüglich. Wir haben mit einem Ingenieur einen Weg gefunden, wie wir jetzt individuell bei jedem Standort einen Gastronomen öffnen können. Das war auch der Sinn und Zweck. Die meisten, mit denen ich wirklich zusammenarbeite, kenne ich halt von der Bank, dessen Konto sind bei mir. Dadurch können wir halt mehr... Das Bankangestellter, muss man dazu sagen, ne? Genau. Das habt ihr sogar selber entwickelt alles? Mitentwickelt. Ach also so. Er hat das komplett entwickelt, wir haben es optimiert. Wir haben Smash Burger gab es für ihn nicht. Ja. Er kannte sowas noch nicht mal. Wir haben ihn mit zum Foodtruck genommen und haben ihm das da vorgestellt. Und dadurch haben wir dann so eine Platte entwickelt, dass sozusagen nur das Fleisch ein bisschen vorgeformt werden muss. Einfach rein zudrücken, dann hat er die Breite, Millimeterbreite. Haben, müssten wir testen vorher. Machst du rein, drückst du innerhalb von einer Minute, eineinhalb Minuten ist er fertig. Bei okay. Okay, wir gucken uns das hier mal an, nur dass ihr schon mal seht. Dann werde ich noch hier ein, zwei Sachen zu erzählen, die ich vorher jetzt schon gehört habe, um das Ganze zu komplementieren. Orkun, was kostet hier so ein Gerät jetzt zum Beispiel, wenn du das hier jetzt... Also das drumrum, was du alles so siehst, das sind erstmal der erste Smasher mit einer eigenen Abzugshaube, mit ja. Filtersystem und es reinigt das Ganze auch. Daher auch der gewisse Lärm, sage ich mal. Das ja. hat ja auch schon einen Lärm. Der zweite und das sind die Grillomaten. Das heißt, auch die Pommes wird mit Infrarotstrahlern gleichmäßig aufgeteilt. Ja, das läuft alles mit Infrarotstrahlen, auch das Smashen. Ja. Yeah. Also der grillt es mit infraroten Strahlen. Ja. Krass. Das krass. Heißt, du sparst an Energiekosten. Ja. Ein Drittel an Energiekosten. Dann wiegst du auch die Pommes und sowas ab. Hier wird das aufgeteilt. Erste Portion, zweite Portion. Wir empfehlen 4 Portionen. Aber möglich sind ungefähr 6 bis 8. Also wenn du wirklich vorgearbeitet hast, das heißt, wenn du dein Brot da schon vorbereitet warm machst, hättest du die Möglichkeit, wirklich innerhalb von 6 bis 8 Minuten 6 bis 7 Menüs rauszubringen. Okay, stark. Also auch für euch, das haben wir außerhalb eben besprochen. Es geht ja auch darum zu gucken, wie gesagt, das ist das Videomotto. Ist das die Zukunft hier? Ist das das, was wir bald irgendwo überall sehen werden? Vielleicht nicht nur da, wo eine Abluftanlage nicht möglich ist, sondern geschmacklich ist uns die Technik irgendwann so weit voraus, dass es besser ist, als das per Hand zu machen. Denn hier, das ist an sich das gleiche Produkt, leicht angepasst natürlich, weil hier wird kein Fett verwendet, das muss man auch noch wissen. Nur das Fett, was im Burger ist, auch ganz krass. Und da machen wir den Vergleich. Bevor wir jetzt noch 1 Million Jahre labern, machen wir direkt einen Burger, würde ich sagen, ne? Drüben habt ihr auch die gleichen Burger-Buns und alles gleich, ne? Ja, das sind meine eigenen Burger-Buns. Ach, das sind deine eigenen sogar? Ja. Ah, der kostet 13.000 sogar. Ja. Normalerweise 13.000. Ja. Okay. Okay, okay. Leute, ich habe einen Fehler gemacht, ey. Jetzt werde ich die ganze Zeit auf Englisch, wollte jetzt gerade sagen, zugetextet. Die ganze Zeit auf Englisch kriege ich jetzt meine Infos von ihr. Ich habe ja eigentlich nur einen Spaß gemacht, ich kann kein Englisch. Und jetzt ist der Punkt vorbei, wo ich sagen kann, ich kann eigentlich kein Englisch. Ich sage es dir gleich trotzdem. Das erinnert mich ein bisschen daran, wenn man den Namen von jemandem vergisst und irgendwann ist der Punkt zu spät und es ist so unangenehm, nach Namen zu fragen. Kennt ihr das? Sehr schön, geil. Den nehmen wir jetzt schon mal, ja?
Ein Smashburger aus dem Automaten. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Aber ich bin hyped, was da jetzt passiert. Wie röstet ihr den Bun an? Da habt ihr doch auch dein Gerät für, oder? Genau, einfach ganz klassisch. Erstmal die untere Seite. Ja. Und dann hat man den hier, der läuft auch über Infrarotstrahler. Ja. Pass mal an. Der oben und unten gleichzeitig. Und der hält das denn warm? Ja. Okay, und röstet das nochmal ein bisschen. Ja. Zur Pommes, ja, und Pommes. Zur Süßkartoffeln. Wichtig ist ja bei den Pommes, dass sie wirklich, wenn du reinsiehst, die haben alle gleichmäßig die Kanten. Also die werden richtig schön knusprig, versprochen. Okay, geil. Mal gespannt, ey. Auch Vergleich halt zu Fritteusen drüber haben und Fritteuse, ne? Ja. Oh, ja. Geil, ey. Ja. Das ist echt Hightech. Oh, da müssen wir schauen, dass der Burger jetzt gleich fertig wird, ne? Okay. Hier haben wir unsere leckeren Brioche-Bun. Ganz klassisch, auch hier, wir bleiben ohne Fett. Und am Anschluss, nachdem mir das vorbereitet hat, kommt es nochmal auf den Hölzer. Okay, also ist das auch so ein Low-Fat-Burger? Ja, da hat Tracy das doch mal erzählt. Erzähl mal deine Geschichte hier über Fett. Du hattest doch Magenprobleme und du hast unser Burger essen können, dann hattest du kein Problem. Hat's durchgeschossen, richtig, oder? Natürlich Schicksal jetzt. Wir müssen kurz einmal warten, weil die Sicherung vom ganzen Gebäude raus ist. Jetzt müssen wir das Ganze hier einmal kurz normal starten. Alle Geräte wieder aus. Also kurze Planänderung jetzt. Wir machen jetzt erstmal den normalen Smashburger und dann testen wir den hier. Es geht leider nicht anders. Also wir sind jetzt am Start, Leute. Hier heute Tennisveranstaltung. Sonst ist das, wir blenden die Google-Dings auch mal ein. Moin, Jungs. Grüß euch. Die Jungs, die hier heute die Burger machen. Ja, sonst ist das Bahnhofsnähe, sagst du, ne? Genau. Bahnhof Walle. Damit haben wir alles begonnen. Das ist unser Herzblut. Okay, geil. Ich würde sagen, Jungs, wir legen mal direkt los, ihr bratet mir einen schönen Burger. Auch ein schöner Truck, ey, muss man wirklich dazu sagen. Ich erzähle mal direkt von der Struktur, bevor wir anfangen. Das hat alles eine Zickzack-Form. Hier sind die Gefriertouren, damit wir zickzackartig direkt in die Fritteuse kommen. Ja. Das haben wir bewusst nach vorne gewählt, damit wir den Kunden immer noch bedienen können und immer noch mit dir vorstellen können. Diesbezüglich fängt hier die Kasse an zur Aufnahme. Das heißt, es gibt nach links die Vorbereitung des Brotes, rechts des Fleisches. Was kostet so ein Gerät hier, dass wir es vielleicht direkt mal vergleichen können, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Geräten? 500 bis 1000. Okay, krass. Ja, komm, dann legen wir los, machen direkt einen Smashburger und vielleicht haben wir das Glück und schaffen es dann noch rüber. Doch noch mal zu machen. Dann muss ich nicht mal aus Hamburg rüberkommen. Und hier ist jetzt halt ein bisschen weniger Fett drin als im Laden drüben. Richtig. Ne? Aber trotzdem extra Fettbeimischung auch, ne? Ja. Mhm. Ja. Okay. Und das ist unsere eigene Mischung. Das ist auch das. Auch nochmal Gewürzmischung. Genau, auch, ne? Das ist meine eigene Mamas Gewürzmischung. Okay, geil. Zack, ganz normal rauf und dann sieht es schon ganz anders aus. Für mich ist sozusagen, dass der Saft mit in den Fleisch reingeht. Das ist das Wichtigste, entscheidend, ja? Okay. Sonst sieht man ja immer nur, wenn dann diese Oklahoma-Smashes, das bedeutet die Zwiebeln rauf, bam, runtergesmashed. Hier in die schon vorgeschmorten Zwiebeln, noch nie gesehen. Bei dem Bun bin ich mit meinem Freund, wie ich gesagt habe, das hat ja einen schönen eigenen Geschmack. Ja. Gib ihn den auch mit dem Brot dazu. Ja, macht Sinn. Bist du Fan richtig harte Röstung oder so im grünen Bereich noch? Ich weiß, dass du ein Fan bist, aber ich mach dir das so wie ich. Genau so, wie du es immer machst. Unbedingt. Okay. Alles klar. Jetzt, kurz bevor das Ende geht, das siehst du am Blut schon. Kommt ein leichter Sprühe, ganz normal Salz. Und jetzt unsere Lieblingsmischung. Ah, geil. Der Steakpfeffer. Auch nur dezent machst du, ne? Ja, weil du drehst das ja um und dann geht das auch wieder in dem Fleisch. So, unsere Buns sind ready. Siehst du das? Schön fluffig, aber schön knusprig. Oh ja, der hat gute Röstung drin. Gerne. Okay. Auch das, ne? Das ist alles vom Saft sozusagen. Rote Brioche. Kunden dürfen sich das meistens immer aussuchen. Zack, verteilen wir das gleichmäßig. Da hast du dann deine geile Rüstung. Sieht super aus. Aber siehst du, du hast dein ganzes Saft noch drin. Und die Zwiebeln haben noch mal so einen extra Crunch, weil die schon vorgeröstet wurden. Und dann auch noch, und du siehst ja, guck mal, die sind im Fleisch drin jetzt. Ja.
Die sind im Fleisch drin, ja? Könnte wild werden, Leute. Also ich hatte Angst mit den Zwiebeln und schon vorher angeröstet. Jetzt haben wir so einen gewissen Extra, so eine gewisse Extra-Röstung mit drin. Das könnte, boah, könnte perfekt kommen. Originalischer irischer Käse. Geil. Cheddar. So, und jetzt natürlich, die Glocke darf nicht fehlen. Und das Saft bleibt drin. Guck mal jetzt den ganzen, und das finde ich halt krass, ne? Oh ja, sehr schön. Da steigt der Rauch auf. Aber wir lassen noch ein bisschen drin. Gut. Yes, so muss das Ganze sehr aussehen. Schön, sehr dann erkenne schön. Ich das perfekt. So, unsere Buns mögen wir halt gerne noch ganz leicht hier direkt draufgestellt, damit wir das direkt mit darauf legen und darauf auch zumachen. Das heißt, hier kommt der Fleisch rauf. So Leute, es geht los. Also eins kann ich euch nur schon mal sagen, hinsichtlich Gurken, hat ja auch gesagt, hier drei Stück drauf, entspannt. Also ich habe etliche Varianten an Burgern getestet und auch zum Beispiel sowas, wo ganz viele Gurken drauf waren. Oder es wurde sehr viel Käse drauf war, sehr viel Zwiebeln, sehr viel Soßen. Ich habe nie einen Burger gegessen, der irgendwie durch eine Zutat, die überwiegt und dementsprechend aus dem Ungleichgewicht gebracht wurde, der richtig Weltklasse performt hat, sag ich mal. Ein Burger muss irgendwo mal ein Gleichgewicht sein, sonst holst du die Käsefans mit einem Burger, der sehr viel Käse hat. Du holst die Soßenfans mit einem Burger, der Soßen überladen ist und so weiter. Aber du brauchst ein ausgeglichenes Produkt. Da ist er, da ist er. Ich muss hier ein bisschen abgeschottet. Ja, geil. Olle, so sieht dein Burger aus. Kannst du drin lassen, das kriege ich alles hin. Ganz entspannt, ja. Ich muss davor sagen, viel Gerede, hängt auch viel dahinter. Also es wurden sich viel Gedanken gemacht, aber zieht es auch. Schön fluffig der Bun. Gurkensoße, gutes Matching. Sehr gutes Matching. Diese Gurken mit dieser leichten Süße von der Yuppie-Soße. Geiles Ding, nicht überwiegend. Du hast jetzt auch nicht auf einmal die Soßen, dass die Bam bei Yuppie bin ich immer ein bisschen, boah, habe ich Angst vor, dass die Soße einfach zu dominant ist. Perfekt gematcht. Kommst rein in die Jalapenos. Jalapenos geben leichte Schärfe und klingen langsam nach. Super Ding gewesen. Bist super weich. Bun leicht trocken. Jalapenos kommen gut rein, sind nicht einfach Jalapenos, sondern passend zum Produkt, geschmeidig, gehen in das Produkt mit über. Schönen Drive gehabt, diese Jalapeno gerade. Schön Tiefgang gehabt, zieht nach, bleibt im Mund, bleibt am Gaumen. Tomate nicht fehl am Platz. Yuppie-Soße kommt immer mal wieder rein. Nicht durchgehen, immer wieder kriegt einen kleinen Peak, verschwindet wieder. Gutes Ding hat der Typ komponiert, muss man sagen. Ich sage euch ehrlich, weil jetzt ist es nicht schlimm, wenn ich das sage. Man denkt immer. Also man macht sich vorher sein Urteil, ob man will oder nicht. Der Kollege, sehr sympathisch, aber sehr viel geredet. Hier und da und hier und das. Aber er hat sich da wirklich was bei gedacht. Das ist schon eine außergewöhnliche Kombi, eine eigene Kombi, die definitiv bockt. Tomate eben, schönes Feeling reingebissen, Saft rausgelassen, Soßenkick hinterher, super Ding. Pommes werden wir auch vergleichen. Sehr cremig von ihm. Die erste nicht, die zweite sehr cremig. Chili, Paprika, tomatige Käsesoße. Aber eines Tages normale Pommes. Ne? Da brauche ich jetzt nichts zu sagen. Normale Durchschnittspommes, sage ich mal so. Da müssen wir genau analysieren, wie es drüben ist. Lohnt sich dieser massive Geldaufwand? Wir gehen rüber. Wir sehen uns jetzt aber endlich drüben beim Hightech-Store. Ich finde sowas immer so geil. Sein kleiner Bruder guckt mich, seit ich YouTube angefangen habe. Genau. Und ich versuche mir das auch immer vor Augen zu halten, wie krass das eigentlich ist. Und ich bin mir natürlich darüber bewusst, dass das Einzige, was das Ganze, was ich hier mache, möglich ist. Also alle Supporter da draußen sind. Und deshalb, wie heißt dein Bruder? Samir. Wollte ich nur Samir offiziell grüßen. Ich küsse dein Herz hier für den ganzen Support. Und euch allen, an euch alle, dickes Dankeschön für euren Support, Mann. Ich küsse eure Herzen. So, wir sind wieder an alter Ort und Stelle. Wir legen direkt los, Leute. Wir legen direkt los. Oh, die Pommes von vorn. Oh, die sehen aber anders aus. Die waren ein bisschen zu lang. Ja, ein bisschen Ofenpommes. Pommes halt auch gar kein Fett, ne? Gar kein Fett. Gar kein Fett. Gar kein Fett. So, hier nochmal für euch kurz. Pommes kommen rein direkt. Klick, klack. So, hier, das ist jetzt sehr interessant. Da kommt das raus. Okay, genau eine Minute.
Und ein Zusatz jetzt noch, das habe ich erst jetzt gecheckt, der kommt auch noch dazu, den nutzen wir auch. Also sind wir insgesamt, der kostet auch 15.000, auf fast 45.000 Euro, um den Burger zuzubereiten. So, wenn man hier jetzt sieht, viel dicker als der Burger drüben. Also das Gerät smasht es halt dann am Ende des Tages doch nicht mehr so doll. Wird der auch Medium jetzt trotzdem, oder? Können wir immer noch machen, klar. Du kannst den Grad einstellen. Ja, Medium, unbedingt Medium. Medium, nicht braten, hast du gesehen, ne? Nur leichter Knusper dann. Hier laufen die Vorbereitungen. Sehr geile Jalapenos übrigens auch. Ja, hat dir gefallen? Ja, drüben haben mir sehr gut gefallen. Okay, das freut mich zu hören. Oh, habe ich eben gesehen, am Handy, am Arbeitsplatz, habe ich gerade gesehen. Genau, den Saft vom Fleisch. Jetzt macht er das hier. Und was wir halt hier auch nicht haben, ne, das habe ich jetzt auch erst gecheckt, natürlich nicht die karamellisierten Zwiebeln mit drin, das geht hier halt nicht. Ne? Richtig, genau. Mhm. Perfektico. Vom Fleisch ist auch gleiche Menge wie drüben, ne? Ja. Ja, dann werde ich den direkt snacken. Ich kann natürlich auch gerne mal einen Vergleich einspielen. Das Patty hat durch diese Zubereitungsmethode das Feeling wie vom TK-Patty. Einfach ganz klar, gerade raus. Soßen sind immer noch super, besonderes Feeling. Muss nicht auf alles wieder eingehen, was ich vorhin schon gesagt habe. Aber lustigerweise, das ist jetzt auch nicht, ne? Das ist jetzt auch nicht dramatisch, aber einfach TK-Burger. Ist wie ein TK-Burger, aber leckeres Ding, leckeres Ding. Also auf den Punkt gebracht. Immer frei raus, was ich denke. Wenn du mit einem frischen Burger rechnest, den du kriegst, wirst du dich ein bisschen wundern, weil es halt TK-Feeling ist, weil es trotzdem leckerer Burger ist. Also, es ist trotzdem leckerer Burger. Aber ja, man hätte die eine oder andere Stelle was zu bemängeln. Diese ganzen Pluspunkte beim anderen Burger vom Matching, alles greift ineinander wie ein Zahnrad, das fällt dir weg. Also es ist irgendwie ein Burger, der von seinen Zutaten hier einfach zusammengelegt ist. Schmeckst mal hier was, schmeckst mal da was. Alles super, aber dieser Zahnrad-Effekt wie drüben, wo alles einfach sich gegenseitig pusht, den hast du hier nicht. Jetzt ab zur Bewertung, wundert euch nicht, die Dame wollte hinterher gepixelt werden. Nicht, dass ihr euch wundert, ist ihr danach eingefallen, aber ich mag das nicht, Sachen zweimal aufzunehmen. Deshalb jetzt die Bewertung mit einer gepixelten Person. Also, mein Feedback immer gerade raus, alles andere bringt nichts. Ist ja ein Video, wo wir beides vergleichen einfach. Ne? Erstmal zu drüben. Drüben war ich hart geflasht. Das ist ein Burger, eben habe ich noch gesagt, alle Zahnräder greifen ineinander. Ist einfach gut durchdacht, alles perfekt. Die Zutaten pushen sich gegenseitig. Weil das Bun ein klein bisschen trocken war, gab es leicht Punktabzug, also dieses Trockenheitsfeeling, eine 7,4 gegeben. Aber super stark. Hier habe ich so gesagt, ich sage es einfach, wie ich es im Video gesagt habe. Wenn ich jetzt einen Burger bestelle, kriege einen Burger, weil bestellte Burger sind meistens TK. Dann freue ich mich übelst über den Burger, weil er übelst geil ist und denke mir, oh, für einen bestellten Burger echt sehr, sehr stabil. Aber wenn du ihn bestellst hier, rechts mit einem frischen Burger, hat es so ein bisschen dieses TK-Feeling. Durch dieses Komprimieren. Aber es ist ein leckerer Burger, keine Frage. Ne? Also es ist absolut nicht verkehrt. Und ist ja für euch einfach hier auch gar nicht anders möglich, einen anderen Burger zu machen. War wirklich stabil, ne? Danke wirklich für deinen stabil. Besuch, Alter. Sehr, sehr gerne. Dir auch, Dankeschön. Ja, ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden. Und genau, für euch gerne, für das Format, falls es euch gefallen hat, Daumen oben knallen lassen und einen Kommentar da lassen, was ihr zum Video und zu dem Ganzen sagt. Dann sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal.